Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind jetzt hier immer in Noveria, müsste das sein, auf diesem Eisplaneten. Und wir müssen jetzt mit Raphael Vargas reden. Hallöchen. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin ein Spectre. Mr. Vargas? Ich bin Commander Shepard, ein Spectre. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Raphael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Wenn der Preis stimmt. Vielleicht. Das hängt davon ab, was für ein Angebot Ihre Firma macht. Ich dachte eigentlich, dass die Zitadelle alle ihre Verbesserungen von einer salarianischen Firma vornehmen lässt. Das ist korrekt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Muskeldegeneration? Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 20/15-Sicht und ein Gehör von 12 bis 22.000 Hertz. Das erscheint mir sehr hoch. Sind Sie sicher, dass das der beste Preis ist, den Sie anbieten können? Absolut. Das ist unser Standardpreis. Wenn die Regierung sich allerdings durchringen könnte, eine offizielle Anfrage zu tätigen, könnte es einen zusätzlichen Rabatt geben. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind. Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Nicht alles, was ich tue, ist legal. Ich habe vielerlei Aufgaben, Mr. Vargas. An manchen Tagen mache ich Kriminelle unschädlich, an anderen entschärfe ich Sprengköpfe, an wieder anderen fröne ich privaten Lastern. Verstehen Sie, was ich meine? Ich schätze ja. Verzeihen Sie mir, aber Ihre Manieren sind recht informell für ein Geschäftstreffen. Das ist meine Com-Einheit. Tut mir leid, Mr. Vargas, aber ich muss jetzt einen Anruf entgegennehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, mit der Zitadelle Geschäfte zu machen. Hehe, als ob. Okay, Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld. Wenn man solche Sachen mag, ich genieße lieber die Aussicht. Kann man auch machen. Die Frage ist, was hatte ich denn jetzt für eine Quest oder wo habe ich die denn angenommen gehabt? Hier? Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Nö. Ich sollte Sie gehen lassen. Wenn Sie wollen, ich widme mich der Wahrweite der Bar. Malena Kallis. Irgendwelche Ergebnisse? Ist erledigt. Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Ist das alles? Nur 500? Okay, ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Cool. Auf Wiedersehen, Spectre. Wiedersehen.
Oh, abtrünnig plus 2 ist natürlich scheiße. Oh, warte mal, warte. Ah, ich weiß nicht. Gut, ich möchte mal mich hier ein bisschen umgucken. Wo sind wir denn hier oder wo kommen wir denn hier hin? Was ist das denn? Und was ist das hier allgemein? Ist das die Kantine? Steck die Waffe weg. Ich habe immer so ein Pech mit Waffen ziehen. Dabei will ich die doch gar nicht ziehen. Haben wir hier hinten irgendwo etwas oder so? Nee. Schade. Hätte ja sein können. Ja, wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Da oben kommen wir nicht hin. Das ist auch kein Aufgang, so wie es aussieht. Kann ich nochmal mit Ihnen sprechen? Commander Shepard. Hallöchen. Aber hier kann ich hoch. Okay. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SynIQ. Der Manager Lori Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Hanshan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Eadi Bel Anoleis. Nein, das ist der Administrator. Der Hanshan Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Ah, sehr interessant. Ja. Wir wollen mal ganz kurz was gucken, bevor wir weitermachen. Ich habe momentan ein paar Probleme mit... Ja, geht. Ich habe ein paar Probleme momentan mit meinem Aufnahmeprogramm. Und da hat sich das dann letztens wieder alles zurückgestellt auf Texturen schwammig oder beziehungsweise niedrig. Und da wollt ihr einfach mal gucken, ob das immer noch so ist oder ob sich da was getan hat. Inner Morder? Sie haben dem Administrator mein Paket gegeben. Es gehörte Ihnen. Ich habe nicht gefragt, wem Opold es verkaufen wollte. Nächstes Mal fragen Sie, wessen Eigentum Sie weggeben. Bitter. Und, was wollen Sie deswegen unternehmen? Ich bin nicht blöd. Ich hätte nichts zu gewinnen, wenn ich Sie jetzt angreifen würde. Aber Opold und ich, wir müssen uns unterhalten. Wir müssen wohl zu Opold mal hin, aber nicht jetzt. Will mich jetzt hier nochmal ein bisschen umgucken. Terminal, mittelschwere Dechiffrierung. Okay. Sheet. Jawohl. Sicherheitslogs, nicht autorisierte Übertragung. Ich weiß nicht, ob Sie das hier empfangen können, Doktor, aber Sie müssen sich so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unseren Organisationen ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. Interessant. Vielleicht haben wir auch noch was. Mittelschwere Defirierung. Gucken wir mal, machen wir mal da oben. Shit. Ich glaube, das wird nichts. Probieren wir noch. Können wir das danach nicht mehr? Wie viel Universalgel haben wir denn? Oh Gott, das ist das Universalgel und ich habe das da extra vorausgegeben. Shit. Na gut, ich muss bei sowas dann nächstes Mal ein bisschen aufpassen. Alter, so einfach ist das gar nicht. Ja, schmeicheln kann ich nicht höher machen. Ich gehe nochmal ein auf Spectre und dann gehe ich auf Sturmgewehr wieder. Würde ich sagen. Ja. Ach ja, meine anderen sind natürlich auch eine Stufe hochgestiegen,
gewandert, sag mal. Kannst du auf Kampfmeister gehen und auf Sturmgewehr. Und Tali, du gehst auf den einmal und Elektronik. Gut. Ja, wir müssen dann nochmal zu dem Typen, der uns das Paket angedreht hat, nochmal hin. Aber bevor wir dorthin gehen, wollte ich mich hier nochmal gerne umsehen. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Alles klar. Also nichts für mich. Gut, wir sind hier jetzt oben eigentlich fertig, oder? Hier war der, genau. Was ist hiermit los? Hier steht eine... Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie vor kurzem eine Asari? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten. Ich sollte sie gehen. Wenn Sie wollen, ich widme mich derweil weiter der Bar. Ja, das hat er uns in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt. Deswegen habe ich das abgebrochen. Nur er hat da so ein komisches Ausrufezeichen über dem Kopf. Das heißt so viel wie für mich doch, dass er irgendwas zu sagen hat, oder nicht? Oder bin ich da jetzt ein bisschen blöd? Wer weiß. So, bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir erstmal zu dem Händlertypen da vorne hin. Ich glaube, da gibt es so einen Stress vielleicht. Und ich hoffe, wir können uns da einmischen und können ihn retten. Gucken wir mal. Ich denke mal, da gibt gleich Stress. Diese Person würde gern auf weitere Interaktionen verzichten. Okay. Wie Sie wollen. Er ist gar nicht hier. Ich dachte, der wollte nochmal mit ihm da reden. Ist ja blöd. Jetzt gucken wir hier gerade. So. Garage. Was haben wir da? Fahrzeuge. Okay. Ja gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu der Garage. Wir müssen ja zu der Garage, damit wir auf diesen G15-Gipfel da kommen, oder was das ist. Weiß gar nicht, wie der Gipfel mehr heißt. Aber wir werden das, glaube ich, sicherlich herausfinden. Okay, hier lang nicht, sondern da lang. Okay. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich habe einen Pass. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Alejutztal soll ziemlich übel sein. Okay. Na du? Das hatte die Asari also in ihren Kisten. Ah, das war's. Was geht hier ab? Was haben Sie hier gemacht, Commander? Einen Geth-Angriff abgewehrt. Die Geth haben uns angegriffen. Wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero.
Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Wie viele mehr? Ich brauche Zahlen, Commander. 1 Dutzend? 100? Wenigstens 1 Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Okay. Also gucken wir uns hier jetzt um. Und... ja. Müssen wohl das Schlimmste vermeiden. Kraftstofftank. Okay. Upgrade Kit. Munitionsupgrade und nochmal Munitionsupgrade. Ah. Okay, hier ist auch nichts weiter zu machen, ne? Nö. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter und dann sehen wir mal, ich glaube, das Fahrzeug da hinten dürfen wir dann fahren. Ich gehe mal davon zumindest so aus. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin und tschüss.